In der anstehenden Lecture geht es um die Frage des Geldes, oder genauer, um die Frage nach dem Ursprung des Münzgeldes, wenn wir das historisch eingrenzen wollen. Aber bevor ich damit anhebe, möchte ich gleich als Advocatus Diaboli ins Feld gegen mich antreten und meine grundsätzliche Argumentation vielleicht in Zweifel ziehen. Man könnte sich fragen, warum fixiert der Burckhardt sich so wahnsinnig auf diese Vorstellung der universalen Maschine, die seiner Vorstellung gemäß einen universalen Verblendungszusammenhang, ein kollektives Phantasma hervorgerufen hat. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ist das Alphabet nicht vielleicht einfach eine Kulturtechnik, die einen kleinen Gewinn gegenüber der phönizischen Silbenschrift hatte, also eine kleine historische Fortentwicklung? Wieso macht man so ein großes Fass draus? Nun, mein Argument wäre an dieser Stelle, dass die ersten Dinge, die eine Gesellschaft antreiben, fast im kantischen Sinne als Vorstellung über Raum und Zeit anzusehen sind. Deshalb eigentlich mein erstes Buch Metamorphosen von Raum und Zeit. Aber dass Raum und Zeit nicht abstrakte geistige Entitäten sind, sondern etwas mit sozialen Praktiken zu tun haben. Beispielsweise der Frage der Uhr oder die Art und Weise, wie man die Zeit misst und dergleichen. Das Alphabet bringt gerade im Bereich der Zeit eine Dimension ins Spiel, die vor dem eigentlich undenkbar war. Also wir haben gesehen, das Zeichen Aleph ist als in der phönizischen Welt noch immer ein Verweiszeichen, verweist auf die Natur. Erst als es aus der Natur herausgeholt wird, kann es als eine Art von Ewigkeit erscheinen, dass man sagen kann, A ist gleich A ist gleich A, Identität entsteht und Logik und Metaphysik, ein unabänderlicher Begriff von Wahrheit. Kurzum, das alphabetische Zeichen schlägt die griechische Kultur mit dem Phantasma der Ewigkeit. Und gut, auch da könnte man sagen, mag sein, dass das vielleicht eine kleine Kaste von gebildeten Menschen betroffen hat, aber gleich die ganze Gesellschaft. Und genau an dieser Stelle kommt die Frage des Geldes ins Spiel. Und da sehen wir, dass das alphabetische Zeichen sich quasi als Geldordnung niederschlägt. Also vor dem 8. Jahrhundert, also da zu jener Zeit, also da Homer seine Odyssee schreibt, kannten die Griechen kein Münzgeld. Das ist ein Novum, das Münzgeld, wo der Nennwert sich von der Substanz ablöst, sowie letztlich der Nennwert der alphabetischen Zeichen, das Aleph, sich von dem Verweischarakter auf die Natur ablöst. Wir haben hier also eine Parallelbewegung und genau darum soll es gehen, dass wir das Geld als Triebwerk der sozialen Plastik lesen und dass wir darin letztlich die Formen, die geistigen Formen des Alphabets wiedererkennen. Denn Geld unzweifelhaft ist so etwas wie eine Art von kollektiver Illusion. Also wenn wir das mit diesem nietzscheanischen Gedanken nehmen, der Mensch wird durch seine Irrtümer erzogen, so ist die Geldillusion ja gleichsam ein kollektiver Ausdruck eines gemeinsamen geteilten kulturellen Phantasmas. Nicht ganz zufällig hat die Anthropologin Donna Haraway diesen schönen Ausspruch getätigt, dass die Menschen sich eher das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorstellen können. Das heißt, der Glaube an das Geld ist so ausgeprägt, dass wir tausenderlei Dinge uns vorstellen können, aber erstaunlicherweise nicht ins Auge fassen, dass auch das Geld so etwas wie eine historische Form ist. Und darum soll es in diesem Fall gehen, dass das Geld gewissermaßen eine Kollateralschaden, eine Kollateralerzeugnis der alphabetischen Ordnung, also der Mechanie ist. Eine erste Gesellschaftsmaschine. Die Aussage, dass wir uns eher das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorstellen können, ist natürlich von einer gewissen Ironie, denn es sagt nichts anderes, als dass wir in einer Art kollektiven Verblendungszusammenhang drinstecken und dass der namentlich zusammengehalten wird von der Frage des Geldes.
Nun, man kann einem Zeitgenossen, der seinen Tagesgeschäften nachgeht, wahrscheinlich nicht vorwerfen, dass er sich nicht um die Genealogie des Geldes oder die Frage, woher denn das Münzgeld kommen mag, Gedanken macht. Aber erstaunlicherweise betrifft es auch die Leute, die von Berufswegen eigentlich bestellt sind, dieser Frage nachzugehen, die Ökonomen. Der Berliner Ökonom Ajo Riese hat treffenderweise gesagt, dass Geld letztlich das letzte Rätsel der Nationalökonomie sei. Die Ökonomen benutzen es, gehen einfach davon aus, dass es da ist. Aber sie fragen nicht, was die Conditio sine qua non ist, dass Geld genau in dieser Form zu erscheinen vermag. Vielleicht als wunderbares, weil so figürliches Beispiel herausgegriffen, die Frage, wie Milton Friedman sich eigentlich so vorstellt, wie denn Geld in die Welt hineinkommt. Der stellt sich vor, da kommen Hubschrauber, fliegen über eine Insel hinweg, werfen Säcke mit Geld ab und die Einbewohner, diese Eingeborenen, die plötzlich diese Säcke erhalten, wissen sofort, dass man damit anfangen kann und beginnen einen Markt. Dann werden also Seltenheiten taxiert und dergleichen. Also es entsteht das, was die Ökonomie nennen. Kurzum, Geld fällt vom Himmel wie Manna und das ist natürlich eine Form der Setzung, also die entschiedene Bereitschaft, sich nicht mit dieser Frage zu beschäftigen. Eine sehr trickreiche Art und Weise, diese Frage auszugehen, ist wiederum in rechtsphilosophischen Kreisen beliebt. Die geht auf den deutschen Ökonomen Georg Friedrich Knapp zurück, der sogenannte Chartismus, der gesagt hat, Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung. Jede Theorie des Geldes wird also eine Geschichte des Rechtes sein müssen. Also was bedeutet, dass das Geld als Geld gilt, was der Souverän als Geld deklariert hat, also in Form einer Setzung. Wir sehen eigentlich hier den gleichen Prozess. Sozusagen im Sinne des Hubschraubers kommt ein Alien fliegt gewissermaßen über ihn hinweg. Im Falle des Chartismus sehen wir den Souverän als den Urheber des Geldes. Deshalb sprechen wir von Fiat-Geld. Es möge geschehen, es werde Licht, Fiat-Lux. Auch das wiederum lässt sich auf die Geschichte, wie das Münzgeld in die Welt gekommen ist und dass dies etwas mit der alphabetischen Ordnung zu tun hat, überhaupt nicht zurückführen. Wir sehen sozusagen quasi auch hier wieder eine Verdunklung des ersten Dings, der a priorischen Struktur. Auch die übliche Vorstellung der Ökonomen, die gewissermaßen mit gesundem Menschenverstand Geld als Tauschmittel auffasst, versagt hier letztlich. Da ist die Vorstellung, Geld ist ein Tauschmittel, ist ein Wertaufbewahrungsgerät und ein Wertmesser. Es ist eben sehr viel leichter, ein bisschen Gold mit sich herumzuschleppen, als ein Flügel als Tauschgerät. Das habe also zur Entstehung des Geldes geführt. Weil dann die natürlichen Substanzen, Gold und Silber und dergleichen nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, geht man dazu über, eben plötzlich so Geld zum Nennwert auszugeben. Also gewissermaßen so wie in der Inflation, man druckt eine Zahl drauf und soll es das und das und das bedeuten. Diese Theorie, wenn man so will, auf retroaktive Art und Weise, projiziert sie unsere heutigen Verhältnisse in die Vergangenheit. Das hätte es eigentlich immer nur utilitaristisch denkende Menschen gegeben, den Homo economicus, also auch schon in der Vergangenheit. Und auch das versagt letztlich als Erklärung. Wir haben es mit einem großen Rätsel zu tun. Das allerdings, wenn wir das wenn man so will, kollateralen Geschehen zum Alphabet uns vorhalten, gar nicht so rätselhaft mehr ist. Nämlich der Tatsache, dass Geld eigentlich nicht der utilitaristischen, sondern der heiligen Sphäre entspringt. Dass die erste Form des Geldes heiliges Geld ist. Also Kommerzium mit den Göttern. Geld gilt als universal und wird auf diese Art und Weise in alle unvordenkliche Vergangenheit zurückprojiziert. Wir können uns natürlich die Verwunderung vorstellen, mit der ein junger deutscher Kunsthistoriker geschlagen war, als er auf der Suche nach diesem Rechtssubjekt im Sinne Knapps entdeckte, dass den Griechen das Geld überhaupt
unbekannt war. Im 8. Jahrhundert gibt es keinen Beleg auf irgendwelche Transaktionen dieser Art. Homer, wie Bernhard Laun, das ist der Name dieses Historikers, der ein wunderbares Buch geschrieben hat, Heiliges Geld. Homer kennt das Geld noch nicht. Natürlich gibt es Tausch. Es gibt eine merkwürdige Form auch des gesellschaftlichen Kommerziums. Aber der hat eben nicht das Geld als Metrum, sondern Rinder. Alles wird gewissermaßen in Rindern aufgewogen. Deshalb sprechen die Menschen davon, dass etwas ein, zwei, vier rindrig an Wert sei. Eine kurze Belegstelle aus Homers Werk. Da geht es um einen Zweikampf. Und da wird gesagt, dass dem Sieger ein dreifüßiges Geschirr dahingestellt wird, welches die Danaer 12 Rinder an Wert hochschätzten, während dem Besiegten eine blühende Frau in den Kampfplatz gestellt wird, unterrichtet in mancherlei Künsten und etwa geschätzt 4 Rinder an Wert. Also ein 3 Fuß 12 Rinder Wert und eine Frau, die gerade 4 Rinder auf die Waage bringt. Das ist also die Währung, mit der wir hier zu tun haben. Das heißt, Münzgeld entsteht irgendwo zwischen dem 8. und dem 6. Jahrhundert. Man kann es ziemlich genau festhalten, weil im 6. Jahrhundert die solonischen Reformen darin bestanden, eine sogenannte Zinsknechtschaft der Bauern in Griechenland abzuschaffen. Da hatte sich schon Interest, also Zinsen, so herausgebildet, dass plötzlich Bauern in Schuldknechtschaft hineingerieten. Also Geld und Handel waren allgegenwärtig. Wir haben also genau dieses erstaunliche Phänomen. Wir haben 2 Jahrhunderte, während der eine neue befremdliche Ordnung entsteht, die das ganze Gesellschaftsgefüge durcheinander bringt. Nun, wir geraten hier tatsächlich in einen Bereich hinein, der auch gedanklich sehr merkwürdig ist. Georg Simmel beispielsweise beginnt seine Philosophie des Geldes eben mit der Institution des Wehrgeldes. Wehrgeld ist das, was ich bezahle, wenn ich jemanden getötet habe und die Familie meines Gegenübers, die auf Rache sind, besänftigen möchte. Also Geld ist, was gilt, aber es ist eben auch die Vergeltung. Es entgilt eine Form der Vergeltung. Ja? Also es ist eine Befriedungsaktion letztlich. Das ist hier letztlich die große Theorie von René Girard, dem Anthropologen, der die Vorstellung hatte, dass das Opfer nicht der Religion künstlich aufgepropftes ist, sondern etwas ganz Fundamentales ist, nämlich der Versuch, ganz genau wie im Sinne Georg Simmels, der Versuch der Gesellschaftsbefriedung. Deshalb verlangsamt man gewissermaßen diesen Prozess. Man macht eine Prozession, man schmückt das Opfer und irgendwann killt man es dann. Aber nicht um Gewalt auszuleben, sondern um die drohende Gewalt, die Gewaltdrohung durch die Vendetta, um der zuvorzukommen. Also, gab es übrigens noch zu griechischen Zeiten, da gab es den sogenannten Pharmakos, der wurde ein Bettler, der wurde in der Stadt gehalten. Friedenszeiten wurde er genährt, aber kam es zu Kriegszeiten, dann tat sich die Gesellschaft an ihm gütlich. Wir sehen also hier, Geld konstituiert eine neue diesseitige Gesellschaft. Und er macht das auf die gleiche Art und Weise, wie wir das eben auch fürs Alphabet beobachten können. Man löst sich vom Metrum der Transzendenz oder einer diesseitigen, von der Rinderwährung und geht zu einem abstrakten Zeichen, bei dem kein Blut mehr fließt. Also die gleiche Form der Transsubstantiation, weg von der Natur hin zu einer abstrakten, symbolischen Ordnung. Wir begreifen die kulturelle Zäsur des Münzgeldes nur, wenn wir uns vor Augen halten, wie der Tausch vorher gelaufen ist, was also hiermit und zwar definitiv beendet wird. Um sich das vor Augen zu rufen, müssen wir eigentlich nur die Ethnologie konsultieren. Und hier würde ich es mit Marcel Moos versuchen, der in den 20er Jahren ein wunderbares Werk über die Gabe geschrieben hat, bei dem er eigentlich die Kultur der Maori oder die Tauschkultur der Maori, also der Ureinwohner Neuseelands, untersucht hat, die erst relativ spät, 1769, von Captain Cook heimgesucht worden sind.
Bei den Maori lief ein Tausch folgendermaßen ab. Also nehmen wir an, ich gebe jemandem irgendwie etwas, was er für wertvoll hält, ein Gefäß für seine Zubereitung, für Essen und dergleichen. Dieser Aspekt der Gabe, die Übermittlung eines Gebrauchsgutes, wird von den Maori mit dem Wort Taonga bezeichnet. Taonga ist also der Gebrauchswert dieses Dings. Soweit versteht das jeder Ökonom. Aber jetzt gibt es einen Aspekt, der rätselhafter, vielleicht auch unheimlicher ist. Also indem ich diese Gabe übermittle, gebe ich auch einen Teil meiner Seele mit. Das, was wir die Erwartung einer Gegengabe nennen. Also, das heißt, ich übermittle einen Teil meiner Psyche, meines Manas. Und das nannten die Maori, die ein Wort dafür hatten, Hau. Hau ist also dieser Aspekt, also quasi die Übermittlung einer Gabe, die auf eine Gegengabe hofft. Ein psychischer Geist, wenn man so will, der dann in dem anderen sitzt. Und wenn er diesen Tausch nicht leistet oder nicht zu leisten gewillt ist, in ihm zu spucken beginnt. Insofern haben wir wirklich das, was wir Voodoo-Ökonomie nennen könnten, im Wortsinne. Wenn wir das auf einen Begriff bringen wollen, dann haben wir das immer noch in dem alten römischen Wort do und des. Ich gebe das, du gibst. Also ich übermittle etwas, um eine Gegengabe zu bekommen. Und das, was ich übermittle, ist nicht nur das Objekt, sondern eben auch ein Teil meiner Seele. Natürlich ist das kein randständiges Phänomen, sondern hat zutiefst mit dem gesamten Weltbild der Maori zu tun, die gewissermaßen die Natur als einen durch und durch beseelten und belebten Kosmos auffassten, in dem eigentlich nicht sozusagen Dinge einfach entnommen werden können, ohne dass man eine Gegengabe leistet. Man ist fortwährend eigentlich in einer Form des Austausches. Genau das hört mit dem Münzgeld auf. Es entsteht eigentlich das, was man wenn ich es mal abträglich sagen würde, den Freier nennen könnte, den gewissermaßen denjenigen, der eine Ware konsumiert, was immer es sei. Es mag selbst der Körper eines anderen sein, aber sich in keiner Form zum quasi verpflichtet fühlt, sondern der glaubt, mit seiner Geldgabe alles abgegolten zu haben. Geld wird also zum universalen Äquivalent. Aber viel wichtiger noch ist, es enthebt uns der Notwendigkeit, über die Gespenster, über die Geister, über das Mana, über den Hau der anderen Menschen nachzudenken. Man kann es bekritteln und heute wird also im Sinne von Fair Trade, sieht man ja, dass gewissermaßen der Hau des Kapitalismus dann doch in vielerlei Form wiederkommt. Aber man darf nicht vergessen, dass diese Form der Ökonomie auch durchaus neue Aspekte in die Welt gebracht hat, die ganz fundamental für uns sind. Zum Beispiel den Charakter. Was verstehen die Griechen unter Charakter? Charakter ist zuallererst der Prägestempel, der dem Geld aufgeprägt wird und der es mit einem Nennwert versieht. Also Charakter ist per se gesellschaftliche Natur. Und in diesem Sinne nimmt eben auch Galen, der Nachfolger des Hippokrates, den Charakter, also eine Vier-Charakteren-Lehre, die Melancholika und so weiter und so fort, diese Temperamentenlehre, als eine Art von Grundstock. Der Charakter ist also nicht etwas, was ich besitze, sondern ein gesellschaftliches Gut. Und insofern hat Dostojewski eine tiefe Einsicht besessen, als er von Geld gesprochen hat, als der geprägten Freiheit. Der Freiheit, einen Charakter auszubilden, der nicht immerfort dem Kosmos, den Ahnen, den Vorfahren tributpflichtig ist, sondern der erlaubt, ich zu sein. Nun, Bernard Law beschreibt in seinem Heiligen Geld nichts anderes als diesen Prozess der Verwandlung von einer Voodoo-Ökonomie in eine neuzeitliche, von einem universalen Äquivalent angetriebenen Ökonomie, bei der also das Geld nicht mehr so im Kommerzium mit der Götterwelt, oder mit irgendwelchen Geistern und Dämonen steht, sondern als rationale Größe gehandhabt wird. Im Einzelnen ist es relativ schlicht letztlich und wir sehen, dass die ältesten Formen des Austauschs tatsächlich Momente sind, wo Menschen so quasi in den Tempel gehen, die ist mit einer Krankheit oder einem anderen Unglück oder gepresst geschlagen
Und dann fragt der Gott, an den sie sich richten, der Spezialist, wenn man so will, lässt durch seinen Priester verlautbaren, sag mal, was gibst du mir eigentlich dafür, wenn ich dich gesund mache? Man findet solche Inschriften auf auf Heiligtümern. Man sieht diese Form des Kommerziums. Man kann ganze Rinder geben, man kann aber auch Kleingetier für kleine Gepreste geben. Und es entsteht also eine Art von Handel mit Fleisch, mit Opferfleisch. Die Priester, so erklärt Laum, das sind irgendwann außerstande, diese ganzen Opfergaben, die sie da akkumulieren, selber zu verspeisen. Also das Geschäft brummt, wenn man so will. Also beginnen sie sozusagen quasi Bezugsgrößen für Opferfleisch zu emittieren. Das ist dann beispielsweise so etwas wie ein Fleischspieß. Kommt jemand mit einem solchen Fleischspieß an, bekommt er das entsprechende Fleischstück ausgehändigt. Und dieser Fleischspieß nennt sich Obolus. Ja, und ein Dutzend von diesen Fleischspießen sind also die Drachmen. Wir haben also selbst in den Begriffen, die wir für Steuer, Entgelt und dergleichen kennen, oder auch so in dem Fall der Drachme eben auch einer Währung, wir haben selbst da Hinweise, die auf diese eigentlich kultische Sphäre verweisen. Innerhalb von 2-3 Jahrhunderten verwandelt sich eben Griechenland zu einer Welt, die dem universalen Äquivalent frönt, so dass selbst Aristoteles, als er im 4. Jahrhundert vor Christus noch die Vorstellung der Marx noch anhängt, verbreitet, dass Geld ein beliebig nennbares Ding ist, also Numisma, arbiträres Zeichen, er aber zugleich gewärtigen muss, dass die Finanzeintreiber der Athener Bürgerregierung Kolakreten genannt werden. Das heißt also Schenkelsammler, die Typen, die das Fleisch einsammeln. Wir sehen also, dass hier noch das Bewusstsein der kultischen Herkunft des Geldes absolut präsent war. Erst Kleisthenes um 509 vor Christus also schafft diesen Begriff des Schenkelsammlers, also diese Fleischesdimension des Geldes ab. Der setzt sich den abstrakten Empfänger. Aber natürlich ist, wie zum Beispiel auch Shakespeare in seinem Kaufmann von Venedig erzählt, letztlich diese Dimension des Opfers im Geld immer präsent. Geld oder Leben. Bernard Laum beschreibt in seinem Heiligen Geld, wie diese Verwandlung des Geldes, diese Metamorphose des Geldes von der alten Voodoo-Ökonomie, der rindrigen Währung, hin zu einer Münzordnung sich abspielt, bei der am Ende die Polis letztlich als der Souverän dasteht, der über das Wohl und Wehe einer Ökonomie befindet. Nun könnte man sagen, ist es nicht genau das, wovon am Anfang die Rede war? Die staatliche Theorie des Geldes von Georg Friedrich Knapp hat er doch gesagt. Der Staat, das Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung. Formal ist das durchaus richtig. Und es wäre schon für einige Ökonomen absolut hilfreich, wenn sie diese symbolische Dimension mit in ihr Denken einbeziehen, anstatt eben bloß vom Tauschwert zu reden. Aber es stimmt trotzdem historisch nicht. Eher müsste man es umdrehen, man müsste sagen, die Polis oder die Rechtsordnung ist ein Geschöpf des Geldes. Sie ist die Antwort auf eine Herausforderung, die mit diesem merkwürdigen neuen Zeichenordnung verbunden ist, deren Hauptgesetz eigentlich die Isonomia ist. Die Austreibung der alten Naturgottheiten, die Entstehung einer diesseitigen Rationalität, die ebenso etwas wie eine Rechtsordnung, geschriebenes Gesetz nötig macht. Das kann man sehr schön deutlich machen an einem, wenn man so will, einem Tabu, mit dem schon die Zeit zu tun hatte. Aristoteles beispielsweise war sich klar, wenn Geld ein Vernunftakt ist, Numisma, dann kann dieses Geld nicht aus sich selbst heraus Mehrwert erzeugen. Also wenn etwas als 100 gilt, dann muss es morgen oder übermorgen immer noch 100 sein. Geld
kann keine Zinsen zeitigen. Aber genau das war schon 2-3 Jahrhunderte zuvor, lange bevor die Polis sich in dieser Form etabliert hatte, bereits gängige Praxis. Was ist das Wort, was die Griechen für den Zins benutzt haben? Die haben das Wort tokizein benutzt, das heißt Zinsen erzeugen, aber eben auch Zeugen. Also tokein ist sozusagen das Zeugen, der tokois ist der Erzeuger. Wir sehen hier also einen Zusammenhang, den wir eben auch für das Alphabet festhalten können, zwischen einer natürlichen und einer symbolischen Ordnung. Also das, was in der natürlichen Ordnung gilt, wird also auf diese symbolische Ordnung einfach übertragen und das Reproduktionsprinzip wird hier angesetzt. Geld ist gewissermaßen so quasi in sich selbst eine Reproduktionsmaschine, wucherisch wie die, eine künstliche zweite Natur. Kurzum, das ist es, was die Vorstellung, die knappsche Vorstellung, dass Geld ein Geschöpf der Rechtsordnung ist, einfach nicht antizipieren kann. Diesen ganzen, wenn man so will, diesen metaphysischen Untergrund, der sich mit der Frage des Geldes letztlich übermittelt und in Wahrheit so etwas wie ein Unbewusstes ist. Wir sehen hier eigentlich die gleiche Übertragung, die wir im Falle des griechischen Götterhimmels hatten, als die zweifach geborenen Gott hatten einmal der natürlichen Ordnung huldigten, dann der metallurgischen Ordnung huldigten. Hier sehen wir sozusagen, dass eine natürliche Ordnung in die symbolische Ordnung übertragen wird. Das Geld letztlich zu einer Art von diesseitiger, rationaler Reproduktionsordnung ist. So wie dann eben Sokrates sagen wird, dass er seine Schüler zu lebendigen Büchern mache und eben diese Logos Spermaticus, diese Geistzeugungsidee hat. Nicht der menschliche Geist ist derjenige, der dem die Autorität der Zeugung zukommt, sondern es wächst gewissermaßen aus der Sache selbst heraus. Das ist die Logik des Zinses, das wuchernde Zeichen. Man könnte die Frage stellen, müssen wir uns wirklich mit der Entstehung des Münzgeldes beschäftigen, mit abgelegenen Dingen, die tief in die Altertumswissenschaften zurückreichen? Meine Antwort ist ja. Und zwar nicht, weil das Historische an sich der eigentlich interessante Punkt ist, sondern weil wir es hier mit einer vitalen, und zwar zeitgemäßen Frage zu tun bekommen. Was ist unsere Situation? Wir erleben, dass diese alte Vorstellung, die wir in den Worten von Georg Friedrich Knapp zitiert haben, das Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung, dass das heute nicht mehr die ausschlaggebende Realität ist. Was beispielsweise ist PayPal oder war PayPal? Was ist die Blockchain? Was ist Bitcoin? Was ist ein solches Konzept wie Libra, wo zunehmend hoheitliche Aufgaben an diejenigen übergehen, die einfach in der Macht sind oder wissen, wie diese digitalen Medien dafür zu instrumentalisieren sind? Kurzum, wir erleben, dass die alte Geldordnung einer neuen Ökonomie weicht, in der viele Paradigmen ganz anders ausschauen, als dies ehedem der Fall war. In diesem Sinne ist die Aussage, das Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung, fast so etwas wie eine Weigerung, die neue symbolische Ordnung zur Kenntnis zu nehmen. Wir sehen aber auch, dass diese neuen symbolischen Ordnungen, die entstehen, fast eine Art von tentativer Struktur haben. Ich glaube nicht, dass die betreffenden Menschen sich wirklich ausmalen können, was letztlich alles daraus entstehen wird. Etwa wenn der Blockchain zu einer weltumspannenden Währung würde. Vieles davon ist noch gar nicht antizipiert, durchdacht. Wir sehen aber nur, dass wir uns mit dieser Zukunft beschäftigen müssen. Das ist nicht die Zukunft der tradierten Institutionen, sondern es ist die Zukunft des Gesellschaftstriebwerks, das unsere Gegenwart antreibt. Die symbolische Ordnung des Digitalen, die universale Maschine.